Also, wie zufrieden sind Sie in der Siedlung? Was gefällt Ihnen besonders? Die Grünanlagen. Die Grünanlagen, okay. Ja, Und wie zufrieden sind Sie hier? Doch, sehr. Sehr? Eigentlich sehr zufrieden. Es ist ein Zusammenhalt da eigentlich. Die Jungen und die Alten verstehen sich. Die Nachbarn sind so lala. Nein, Spaß. Die sind voll alle super. Und ja, eigentlich, dass da die Kinder so zusammenspielen, so wirklich, das ist schon cool. Dass wir hier eigentlich viel Grün haben und trotzdem sehr zentral leben, in 5 Minuten oder in 15 Minuten bist du im Zentrum. Das Grüne. Das Grüne. Und wie ist das Verhältnis mit den Kindern, mit dem Fahrrad, E-Scooter? Passt alles. Passt alles? Für mich passt alles. Und wie funktioniert das Zusammenleben zwischen Jung und Alt? Für sich kein Problem. Kein Problem, okay. Ja, die Alten gesessen haben, da gehört meine Mutter dazu, die eigentlich auch schon. Ja, passt. Ich habe meinen Sohn erst rausgeschmissen vor ein paar Monaten. Ja, aber muss man selbstständig werden, verstehst du? Ja. Nein, es funktioniert. Weißt du, wenn alle ein bisschen aufeinander zugehen, dann funktioniert es. Niemand darf so gehen mit Scheuklappen, so wie Pferde. Richtig. Verstehst du? Ja. Musst du rechts und links schauen. Immer freundlich sein und grüßen. Man muss nicht immer freundlich sein, nicht jeden Tag ist Sonnenschein, verstehst ja. du? Ich habe auch nicht jeden Tag meinen super Tag. Ist immer das weißt menschlich. Weißt du, was wichtig ist? Dass du dich am Abend im Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ich war heute kein Arschloch. Ja? Ja, ja. Das ist wichtig, ganz ehrlich. Bei mir persönlich gut. Weil ich war Kinder. Stark genug. Ja. Ich bin schon Großvater selbst, bin halb Schwede, wurscht. Aber ich versuche mich, ich habe den Kindern hier gelernt, wie sie mit einem Hund kommunizieren sollen. Wenn Super. Sie wollen. Ja. Wenn sie nicht wollen, sollen sie es lassen. Ja. Und das funktioniert hier wunderbar. Weil am Anfang haben sie alle Angst gehabt und das wollte ich nicht. Und habe gesagt, so musst du machen, damit du keine Angst haben musst. Okay. Sind Sie mit den Nachbarn zufrieden? Ja, gibt Ausnahmen. Ne? Nein, alle super. Also alle echt toll. Ja, gibt es keine Probleme. Ja, es gibt immer welche, mit denen man nicht zufrieden ist. Aber und ich wollte da eigentlich nicht her. Aha, okay. Ich gebe es zu. Ja. Ich habe gedacht, oh Gott, warum? Weil die Hansensiedlung ist verschrien aus den 70er, 80er Jahren. Wo da ein bisschen Schlechtes gewesen ist. Und dadurch war diese Siedlung komplett verschwunden. Aber ich genieße das. Ja. Okay. Ja. Und welche Verbesserungen würden Sie sich wünschen? Der Pillar da unten, Franz Kotzestraßen. Ja, richtig. Der ist viel zu klein gebaut. Zu klein gebaut? Ja. Also würden Sie sich einen größeren vorstellen? Gerne, ja. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr da, also ich weiß nicht, der Wald, eigentlich passt es schon. Dass der Schaden hier in der Wald, der Wasserschaden, ja. dass das beendet wird, das dauert schon lange. Mehr miteinander zu unternehmen. Ich gehe zum Beispiel, ich mache etwas und ich bringe meiner Nachbarin was zum Essen. Ja. Leben und leben lassen. Ja. Geht es mir gut? Lass sie von meinem Kuchen essen. Ja. Kennen Sie das Jugendzentrum und wissen Sie, was dort angeboten wird? Ja, aber ich weiß nicht, was dort angeboten wird. Mein Sohn war dort nie. Nee. Schade eigentlich. Schade. Er hat was verpasst. Nein, weißt du warum? Ich habe den vielen Sport geschickt. Ah, okay. Sport ist wichtiger als. Keine Zeit. Nein, er macht 5-mal in der Woche nicht Sport. Ich kenn's zwar. Aha. Aber was dort los ist, keine Ahnung. Ich bin vorbeigegangen. Ja, und ich habe es eben meinem Sohn auch schon gesagt, dass das vorne bei der Schule eben genau. ist. Genau. Also so jetzt noch nicht. Wir haben noch nicht so drüber gesprochen, mal hinzugehen oder dass er mal hinschaut. Aber mal sehen. So, ich war früher in keinem Jugendzentrum, glaube ich. In der Wendstadtgasse? Ja. Also, nein, das kenne ich nicht. Naja, klar, ich bin 76, weil ich war im Jugendzentrum. Okay. Na gut. Früher war ich. Wie ich so alt war wie die Jungs hier, war ich Wiener Meister im Turnen. Super, ja. Wow, Respekt. Ja, okay. Gutes Leben hinter mir. Ja, super. Und ich war 20 Jahre im Ausland. Na klar, das ist das Beste. Okay, gut. Vielen Dank. Bitte.